Ich war böse, Leute. Yes! Ich war so richtig böse. Ultra-Abschuss. Und die V2. Okay, ich sollte mich eigentlich schämen. Kurz warten. Ach so. Tu ich aber nicht. Herzlich willkommen zurück. Call of Duty Shotgun City oder Vanguard, wie es der Entwickler nennt. Aber eigentlich ist es aktuell Call of Duty Shotgun City. In jedem COD in den letzten Jahren, Leute, hatten wir Waffen, die etwas stärker waren und Waffen, die etwas schwächer waren. Denkt mal an die BO3 zurück. Da hatten wir erst die Manowar mit Großkaliber, dann war es die Vespa ganz am Anfang. Später kam die XMC dazu, die einfach besser war als alle anderen Waffen. Aber trotzdem hatte man immer das Gefühl, dass das einigermaßen noch gebalanced ist. Dann BO4, wenn wir uns dran erinnern, da kam dann irgendwann die VMP mit rein, die bis heute keinen Rückstoß hat, 100.000 Meter Range, absolut OP. Wurde auch nie genervt, ist einfach von Treyarch so reingeworfen worden. In WW2 hatten wir das Problem, dass wir da die Feuershotguns hatten und die PPSH sehr lange dominant war und dann am Anfang die BAR sehr dominant war. In Modern Warfare 19 hatten wir die 725 Shotgun, die 5-mal genervt wurde und immer noch viel zu stark ist. Und dieses Jahr mit Vanguard und Sledgehammer haben wir etwas Neues, etwas komplett Neues. Nämlich die stärksten Shotguns aller Zeiten. Ihr habt das ein bisschen gesehen. Ich habe mittlerweile ein halbes Dutzend V2-Raketen nur mit der Kampfflinte gemacht und level jetzt gerade die zweite Shotgun, die automatische Greasy, auf Gold. Da fehlen nur noch ein paar Sachen. Wenn ihr live mal dabei sein wollt, wie so eine Waffe hochgelevelt wird, könnt ihr das, während ihr das Video hier guckt, heute Abend auch im Stream angucken. Ich bin live auf Twitch, habt viel Spaß, das wird witzig. Die Shotguns sind von Sledgehammer Games von der Beta zum Full Game Release, ja, ich sag mal, besser gemacht worden. Während die in der Beta wirklich Schrott waren, weil sie gar nichts konnten, läuft man mittlerweile wie auf Steroiden von ADHS gepusht mit 10 Schuss im Magazin, wovon gefühlt 10 Schuss in einer Sekunde rausknallen, mit 9 Schrotkugeln drinne und aus vollem Sprint, dank Gang Ho, darauf kommen wir gleich, ist auch ein Problem, schießt man nicht mehr Schrotpellets, sondern kleine Atombomben. Und egal wo ihr steht, auf der Karte das Haus, egal in was für einem Skill-Based Matchmaking Bracket ihr seid, und das, was ihr gesehen habt, Leute, war nicht Reverse Boosted oder Neffen-Account oder sonst was, sondern es war einfach nur normale Das-Haus-Lobbys, die ich mit meiner 1.7er KD aktuell, habe ich jetzt aktuell, so bekomme. Das Haus ist für alle Waffen außer Shotguns nicht mehr spielbar. Das muss man so ganz ehrlich sagen. Und natürlich, es wird jetzt am 17., wenn Shipment dazu kommt, ein Waffen-Nerf geben müssen. Und das sind aber nicht nur die Shotguns, Leute. Darüber wollen wir auch sprechen. Und ich habe euch ja versprochen, in meiner Funktion als Botschafter hier, dass ich euch dieses Jahr eben auch Vorschläge nennen werde, wie gewisse Probleme angegangen werden. Problem Nummer 1. Und wir reden jetzt nicht von allen anderen Bugs, sondern gerade was das Waffenbalancing angeht. Die Shotguns sind gerade die Kampfflinte und die automatische Schrotflinte, die nicht ganz so stark ist, trotzdem zu stark, sind völlig, also komplett weg. Normalerweise war es immer so, mit einer Shotgun, wenn die so 7, 8, 9 Schrotpellets hatte, das sind diese kleinen Pellets, die in einer Schrotkapsel drin sind, musste man so 6, 7, 5 manchmal treffen in den Gegner, damit er auf eine kurze Distanz mit einem Schuss sozusagen stirbt. Hier ist es so, ihr könnt auf eine Range von 1000 Zoll, das ist so angegeben in den Stats, ich glaube, die haben da einen Kommafehler gemacht, könnt ihr, sobald ihr auch nur eine Pelle trefft von diesen 9, was ihr aus der Hüfte, ihr könnt in die Luft schießen und trefft einen, das ist hier leider so, könnt ihr einen Gegner one-shotten. Und ihr habt es gesehen und so sieht es aktuell aus. Mein erster Tipp für euch, wenn ihr Shotguns auf Gold bringen wollt, macht es jetzt auf das Haus. Ihr sterbt 100 Mal, ihr tötet 100.000 Mal, ihr macht V2-Raketen, abuse die Scheiße aus dem Game, solange ihr könnt.
Jetzt am Mittwoch wird der Waffenpatch kommen und ich gehe davon aus, dass die Shotguns alle, es gibt ja noch die Akimbo-Shotguns, dazu kommen wir auch noch, alle in Grund und Boden genervt werden. Sledgehammer Games hat die letzten Jahre, ob das WW2 war, ob das AW war, nie so richtig ein Faible dafür gehabt, wie man Waffen ordentlich balanced und wie man sie stärker oder schwächer bekommt. Um die Shotgun zu balancen, sind drei ganz wichtige Sachen. Gung-Ho als Waffenkit gilt auch für die Typ 100, gilt für die Shotguns, gilt für andere Waffenkategorien, kann oder sorgt dafür, dass sie Sprint-Out-Time, das heißt die Zeit von mein Charakter sprinte zu die Waffe kann feuern, auf 0 Millisekunden gesenkt wird. Was bedeutet, die Typ 100 könnt ihr im Vollsprint abschießen. Die Shotgun, die automatische, könnt ihr im Vollsprint abschießen. Ihr könnt im Vollsprint mit 7 oder 10 Schuss im Magazin wie ein wild gewordenes Karnickel, wo man einen Stock hinten reingesteckt hat, in den Gegnerspawn rennen und mäht alles nieder. Das heißt, man muss hier anfangen, Gung-Ho entweder als Waffenkit für die Shotgun rauszunehmen oder die Sprint-Out-Time trotz Gung-Ho ein bisschen hochzuheben. Nur im Vergleich, Sprint-Out-Time Typ 100, 0 Millisekunden. ADS-Time, wie lange brauche ich, um im Visier zu sein? 260 Millisekunden. Stellt euch vor, da kommt eine Shotgun oder sehen wir die Typ 100, die trotzdem OP ist durch das Vital Perk, was auch gebalanced werden muss, weil es bei der Typ 100 genauso wie bei der, ich glaube, M1 Garand ist es und bei der STG zu 2 Schusswaffen macht, weil Vital Perk dafür sorgt, dass der gesamte Schaden, den ihr sonst auf den Kopf macht, auf den gesamten Körper geht. Das heißt, egal wo ihr trefft, 2 Schuss, irgendwas in dem Bereich, Gegner ist tot. Und wenn ihr jetzt auf so einen Gegner trefft und der kommt im Sprint, er kann mit dem Gung-Ho-Perk im Sprint auf euch schießen, so mit den Shotguns, während ihr, bevor ihr schießen könnt, erstmal ins Visier gehen müsst und wenn ihr im Sprint seid, habt ihr 200 bis 300 Millisekunden Sprint-Out-Time. Was bedeutet, eure Sprint-Out-Time ist höher als die Time-to-Kill von den Waffen. Was bedeutet, ihr lauft in einen Gegner und seid tot, bevor eure Waffe bereit ist. Das ist natürlich eins der Probleme. Das andere Problem, das habe ich auch schon häufig gelesen, viele sagen, die Time to Kill ist generell viel zu schnell. Und da würde ich euch nicht 100% recht geben. An der Stelle, weil ich euch nicht recht gebe, könnt ihr mir recht geben und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ihr könnt auch ein Dislike da lassen, werden jetzt sowieso nicht mehr angezeigt, was ich absolut schwachsinnig finde. Gerade bei so längeren Videos wie Tutorials und so, gucke ich mir vorher die Like-Zahlen an und wenn da 1000 Likes sind und 8000 Dislikes, weiß ich, ich gucke mir das gar nicht erst an. Kann jeder von halten, was er möchte. Hat YouTube für sich entschieden, ist wieder ein Griff ins Klo. Auf jeden Fall sollte man darauf achten, dass die Time to Kill in diesem Game nicht exorbitant schneller ist als das, was wir vielleicht gewohnt sind, sondern Perks wie Vital, der Headshot-Multiplier von 1,6 bis 2,0 bei einigen Waffen, oder ich habe sogar gelesen 2,5, sorgt dafür, dass ihr gerade bei den Meta-Waffen, STG, MP40, Typ 100, Shotguns, es gibt sehr viele Meta-Waffen tatsächlich, dass ihr absolut aus den Karten gelöscht werdet. Und dann fühlt es sich natürlich so an, ihr seht nur, ihr kriegt 2 Schuss, man sieht die Waffenaufsätze in dem Sinne nicht und denkt sich, wow, das ist viel zu schnell, so kann man nicht spielen. Allein das Vital-Perk, was sehr viele Waffen beeinflusst, plus die Stärke von den Shotguns, da Reichweite reduzieren, nicht mehr nur ein Pellet muss treffen, sondern 5 Pellets oder 6 Pellets, damit es wirklich Shotguns sind, die auf Close Range tödlich sind. Dafür sind Shotguns gemacht. Nicht aber, dass ihr in einem Spawn steht, 3 Gegner stehen 80 Meter von euch entfernt, ihr drückt 3-mal R1 und alle 3 Gegner sterben. Das ist aktuell die Phase. Dazu muss man sagen, und das ist nur eine persönliche Meinung, wenn die jetzt die Shotgun so lassen würden und extra eine House-Playlist hätten, nur für Leute, die sich gegenseitig abfacken wollen, dann würde ich das absolut feiern, weil ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß es macht, einfach völlig hirnlos mit den Shotguns durch die Gegend zu rennen, wenn man gerade dabei ist, so wie ich, und deswegen seht ihr es auch als zweite Folge sozusagen Waffen auf Gold ein bisschen, so im Hintergrund. Gerade wenn man dabei ist, die Waffen auf Gold zu bringen, das ist bei einigen Waffen echt anstrengend auf Dauer, weil diese Aufgaben von einem gemacht sind, der die Community hasst. Die Tatsache, dass ich eine Aufgabe auf Level 60 freischalte, die ich aber erst ab Waffenlevel 70 starten kann, weil dann erst die richtigen Perks kommen oder der richtige Waffenkit oder der Aufsatz, den ich brauche, macht einen wahnsinnig. Es verschwendet unglaublich viel Zeit. Aktuell dauert es, eine Waffe zu leveln, circa 8 Stunden,
ohne Double XP, ohne Operator XP, ohne Waffenkit-Überschuss, was auch extra XP geht. Darüber kriegt ihr noch ein separates Video, wie ihr am schnellsten XP farmen könnt. All diese Sachen zusammen sorgen dafür, dass man eben zwischendurch was Schönes machen möchte. Und da kommen die Shotguns ins Game. Trotzdem, die Shotguns müssen natürlich genervt werden, die sind viel zu stark. Und Sledgehammer muss jetzt Mittwoch mit dem Update, wenn Shipment mit reinkommt, unbedingt den Waffenpatch mit reinbringen. Damit die STG nicht mehr so schnell killt, damit die Typ 100 nicht mehr so schnell killt, damit die Shotguns nicht mehr so viel killen. Damit, und da kommen noch ganz viele andere Sachen. Wir haben ganz viele Bugs in Vanguard aktuell. Es gibt Waffentarnungsherausforderungen, die man wie bei der Roboter nicht machen kann, weil das, was man ausrüsten soll, ist gar nicht verfügbar im Game. Und solche Sachen. Die Serverladezeiten sind zu lang, man flieht aus Partys raus, man Einstellungen resetten sich, manche Runden hat man keine Perks plötzlich dabei. Es gibt ganz viele Sachen, die Sledgehammer unbedingt in den nächsten Tagen und Wochen patchen muss. Aber, und das ist das große Aber, dieses Game, und das sieht man einfach an den Leuten, die es zocken, ist eins der besten der letzten Jahre. Ist besser als Cold War, es ist besser als BO4 und ich liebe BO4. Es ist besser als MW19, dieses vernoobte, für Dieter und Horst gemachte Game. Vanguard ist wirklich ein Game, was nicht nur Potenzial hat, sondern ein Fundament, was richtig, was wirklich mal ausgeschöpft werden kann. Man kann natürlich nur hoffen, dass diese dringend benötigten Patches jetzt langsam Tag für Tag eintrudeln, so dass man auch wirklich jede Waffe wieder spielen kann und dass man, wenn man das Haus als Playlist hat, dass man auf das Haus auch mit anderen Waffen spielen kann, außer mit Shotguns. Trotzdem, dicke Empfehlung von mir, nachdem wir jetzt 2,5 Jahre mit SBMM zu tun haben, obwohl von Activision bis heute noch nicht ein einziger gesagt hat, SBMM ist da oder ist nicht da oder wie funktioniert es, es wird einfach totgeschwiegen. Solange ihr die Chance habt, eure Shotguns zu leveln, es geht hier nur ums Leveln. Ich habe schon welche gesehen, die haben die eine Gold-Shotgun und spielen damit 10 Tage. Kann man machen. Meine Empfehlung an euch, levelt die Shotguns, solange ihr könnt, solange die noch brauchbar sind. Nach dem Waffenpatch gehe ich ganz fest davon aus, wird es mit den Shotties deutlich schwieriger. Mit allen anderen Waffen könnt ihr nach dem Waffenpatch immer noch weitermachen. Gerade wenn ihr, das haben die meisten wahrscheinlich, die MP40 jetzt schon auf Gold habt und bei der STG gerade dabei sind. Eine STG-Folge Gold bekommt ihr natürlich auch noch. Ich habe euch gesagt, ihr kriegt zu jeder Waffe eine Folge, wo ihr ein bisschen was darüber seht. Ihr kriegt noch eine Folge von mir, wie ihr am meisten XP farben könnt. Ihr kriegt, es kommen noch ganz viele Sachen, Leute. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen das Statement zu der aktuellen Waffen-Balance-Problematik gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst kein Dislike da, das ist echt ehrenlos. Kuss.